Hallo und schön, dass ihr auf meinem Kanal vorbeischaut. Ich bin der Corvinio und in diesem Final Fantasy VII Rebirth Guide soll es um den Bossfight gegen Reno und Root im Hard Mode gehen. Ich werde euch jetzt hier wie immer meine Tipps und Tricks zeigen, damit ihr den Kampf ganz, ganz easy und entspannt beenden könnt. Dazu schauen wir uns als erstes mein Materia- und Ausrüstungsbild an und dann kommt natürlich das Gameplay, wo ich all meine Tipps und Tricks raushau. Genauso machen wir es und los geht's. So, dann lasst uns als erstes mal im Schnelldurchlauf mein Materie- und Ausrüstungsbild anschauen. Ihr spielt gegen Reno und Root mit Cloud, Barrett und Tifa. Wir schauen mal bei Cloud rein. Das Runenschwert, Cetra Talisman, den Genji-Armschutz. Und dann kommt hier schon der Game Changer. Das ist die Amplifikation in Verbindung mit Luft, wo ihr dann Reno und Root gleichzeitig angreifen könnt mit den magischen Attacken. Magieverstärkung in Verbindung mit Luft, Magieboost, ATB Schock, Phönix als Esper. Schnellzauber in Verbindung mit Luft, TP-Absorption in Verbindung mit Luft, MP-Absorption in Verbindung mit Gewitter und Luft, Erstschlag und ATB-Boost. Ihr seht, ist alles auf die Materia Luft ausgelegt, ist die große Schwäche der beiden. Physische Attacke plus 20, magische plus 20, ATB-Ladebonus und die pure Magie. Dann schauen wir mit Barrett rein. Großkaliber, Talisman des Finsterreichs und Mantel des Chocobo-Königs. Hier der zweite absolute Gamechanger. Amplifikation in Verbindung mit Zeit. Ihr könnt Reno und Root einmal einfriesen. Ist auch dadurch dann super einfach zu schaffen, der Kampf aus meiner Sicht. Werde ich euch gleich zeigen. Elementaraffinität in Verbindung mit Gewitter. TP-Boost, MP-Boost, Gilgamesch, ganz, ganz viele Materia natürlich frei, unumstößlicher Feuerstoß, Schocknachladen, Dauerfeuer und nochmal Dauerfeuer. Also mit Barrett ist hier das einzig Wichtige, die Amplifikation in Verbindung mit Zeit. Und dann schauen wir uns tiefer an. Kristallhandschuhe, Cetra-Armschutz, Kosmoritter-Ehrenauszeichnung für den Wertepush. Amplifikation natürlich auch ganz, ganz wichtig. Hier habe ich jetzt alles auf Gewitter ausgelegt, weil ich nicht genügend Luftmaterie hatte. Magieverstärkung in Verbindung mit Gewitter, Stärke-Magie-Switch in Verbindung mit Kraft, wodurch wir dann auf eine magische Attacke von 476 kommen. Odin. TP-Absorption in Verbindung mit Gewitter, MP-Absorption in Verbindung mit Gewitter, ATB-Boost, Erstschlag, ATB-Schock, das effiziente Blocken, Waffenfertigkeiten, MP-Maximum plus 3, physische Attacke 2x plus 20 und zu guter Letzt die magische Attacke plus 20. Das ist mein Ausrüstungs- und Materia-Bild, womit ihr Reno und Root im Hard-Mode ganz, ganz easy eliminieren könnt. Und wie das Ganze geht, werde ich euch jetzt mal zeigen. Bevor wir hier mit dem Bossfight starten, liegt die nächste Danksagung an. Und dieses Mal gehen meine Grüße und mein ganz, ganz großer Dank raus an Sebastian Pirotti 1635. Wie ihr seht, wurde ich hier mit einem Super Thanks unterstützt und nicht nur mit einem Super Thanks, sondern auch noch mit einer super, super netten und lieben Nachricht. Vielen Dank an dich, Sebastian. Habe ich mich wirklich riesig drüber gefreut. Freut mich auch sehr, dass ich dich hier auf dem Weg zur Platin unterstützen konnte. Ohnehin extrem starke Leistung von dir, dass die Platin am Start ist. Wie gesagt, freut mich sehr, dass ich dich auf dem Weg begleiten konnte. Und natürlich möchte ich auch deiner Bitte nachkommen und deine Familie grüßen. Also gehen ganz, ganz liebe Grüße raus an deine Kinder Lian und Elias und an deine Frau Lisa. Wie gesagt, ganz, ganz liebe Grüße an euch. Vielen Dank nochmal für deinen Support, Sebastian, und auch für deine super nette Nachricht. Wenn auch ihr mich unterstützen möchtet und meine Videos feiert, würde ich mich natürlich auch riesig über einen super Thanks von euch freuen. Eine persönliche Danksagung in einem meiner nächsten Videos ist selbstverständlich garantiert. Und jetzt lasst uns hier mal mit dem Bossfight starten. So, ihr Lieben, dann lasst uns mal loslegen. Wie immer habe ich das Ganze oben links nochmal in schriftlicher Form dokumentiert, damit ihr das Ganze leichter nachspielen könnt, falls ihr mit dem Bossfight hier im Hard Mode gegen Reno und Root Probleme habt. Ich starte das Ganze mal. Als erstes habe ich hier notiert mit Cloud natürlich den ATB-Boost und Luftstufe 3. Ganz, ganz wichtig als Amplifikation. Mit Barrett einmal den Feuerstoß, um die ATB-Balken aufzufüllen. Und dann natürlich auch mit Tifa den ATB-Boost und Blitzcar als Amplifikation. Und dann habt ihr den beiden Lümmeln hier schon so gut eingeschenkt, dass der Rest eigentlich nur noch Formsache gleich ist mit dem absoluten Game Changer hier nach der kleinen Cutscene.
Und das ist die Materia Zeit bzw. Stopp auf beide ausgewirkt mit Barret. Könnt ihr natürlich gegebenenfalls auch mit Tifa machen. Mit Cloud solltet ihr dann angreifen. Dann sind hier Reno und Root auch im Hard Mode kurz eingefreezed. Ihr könnt eure ATB-Balken befüllen. Ihr seht, ich habe gewechselt auf Barret, dann Stopp ausgeführt als Amplifikation. Beide sind wunderbar eingefreezed. Ich hole mir hier mit Cloud zwei volle ATB-Balken ab. Zünde natürlich nochmal einmal Luftstufe 3, dann scheppert sie nochmal richtig rein, wechsel auf tiefer nochmal, greif nochmal ein bisschen an. Die beiden sind dementsprechend instant im Schock und Cloud hat direkt wieder zwei volle ATB-Balken durch die ATB-Schockmateria. Und dann habe ich hier nur noch drunter geschrieben, Kampf beenden. Ihr könnt natürlich, wie ich jetzt hier mit Barret, nochmal eine magische Attacke ausführen. Genau das gleiche mit tiefer. Ich habe hier nochmal Blitzra ausgeführt. Ihr könnt die Synchro-Fertigkeiten ausführen. Hier das Schlägerduo wollte ich ausführen und dann war der Kampf auch schon hier beendet. Musste ich alles nicht mehr machen. Also ich denke hier mit der Amplifikationstaktik, mit Luft, Blitzka, beziehungsweise auch vorrangig natürlich mit der Stoppmateria, beziehungsweise Zeit, super, super easy und entspannt abzuschließen, der Fight. Ja, das war es auch schon von mir. Das waren meine Tipps und Tricks. Würde mich freuen, wenn ihr in den nächsten Videos wieder am Start seid, hier im Hard Mode. Ohnehin habe ich auch schon zu den ganzen schweren Challenges im Kampfsimulator separate Videos hochgeladen. Schaut da sehr, sehr gerne mal rein. Das war es von mir. Bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis bald und tschüss.